Wir schreiben das Jahr 2014. Der Herbst malt mal wieder die Blätter bunt. Auch in Wildstedt. Es ist in diesem Jahr ein milder Herbst. Und mild gestimmt sind auch die Wildstädter. Denn ihre Mutter Kinzig hat ein neues Bett bekommen. Ein Wasserbett. Erste, der wieder gefangen war, ist, das war am Pfingstmontag 2012 und das war mein Angelglück. Boah, ist das ein Fisch. Gell? Ja. Schön mit der Betupfung, mit allem. Unter der Brücke habe ich ihn dann an Land geholt und habe ihn wieder sich erholen lassen und dann haben wir ihn. Altpolizeikarl. Oh, der Baldos Graber zu mir gesagt, Hans, die Lachs kommt wieder. Wenn du nicht für frei stirbst, du erleibst den Lachs noch und das ist hingetroffen. Ne? Der Lachs war da. Also die ersten Gespräche zur Umgestaltung der Kinzig haben bereits schon 2007 begonnen. Zu verändern, dass der Wanderfisch wieder durchkommt, war das Interesse des Landes. Das Interesse der Gemeinde war, das Mühlengebäude, das denkmalgeschützte Gebäude wieder einer Nutzung zuführen zu können, dass im innerörtlichen Bereich auch Entwicklung möglich ist. Und für den Energieversorger war wichtig, wie kriegen wir mehr Strom aus Wasserkraft. Wir sind in einen Bürgerdialog eingestiegen, weil wir wussten, die Kinzig ist ein emotionaler Moment im Ort und das ist gut so. Damit müssen wir sorgsam umgehen, dass die Menschen sich auch weiterhin mit der Kinzig und ihrem Ort auch so identifizieren können. Das war uns ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb haben wir informiert und wir haben gleichzeitig aber auch einen runden Tisch eingerichtet. 2007 beginnt der Umbau der alten Kinzig in Wildstedt. Hand in Hand mit der Verwaltung der Gemeinde Wildstedt und selbstverständlich auch mit den Wildstädter Bürgern, die zuvor umfassend informiert und deren Bedenken, Meinungen und Anregungen in die Planung des Regierungspräsidiums mit einbezogen werden. Dies alles geschieht am sogenannten runden Tisch. Am runden Tisch haben verschiedene daran teilgenommen. Das waren zum einen die Anwohner, interessierte Bürger, Brauchtum und Geschichte, der Fischereiverband, die örtliche Fischerei, die Fachbehörden. Also alle, die meinten, etwas zum Gelingen des Ganzen beitragen zu können. Und das ist ernst gemeint, denn alle waren auch bereit, einen Kompromiss zu finden. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, wenn man etwas verändern möchte, dass nicht einer sich auf die Position stellt, hier stehe ich und ihr müsst den ganzen Weg gehen, sondern wir sind gemeinsam aufeinander zugegangen und haben geschaut, wie kriegen wir eine Lösung hin. Und ich glaube, die Lösung, die wir gefunden haben, ist eine sehr gute. Und ich bin davon überzeugt, weil die Bürger sich auch so produktiv mit eingebracht haben, dass wir die beste aller möglichen Lösungen gefunden haben. Im April 2011 wird das Vorhaben dann vom Landratsamt Ortenaukreis genehmigt. Wir sind bereits mit der ersten Projektskizze dann in diesen runden Tisch eingestiegen und haben dann in insgesamt 4 Sitzungen die Planung, zunächst die Skizze und dann immer wieder die weiterentwickelte Planung mit den Mitgliedern am runden Tisch diskutiert. Und daraus ist dann eben nach einem Jahr die Genehmigungsplanung entstanden. Bauherr des ehrgeizigen Projektes ist das Land Baden-Württemberg, Landesbetrieb Gewässer, der Abteilung Umwelt beim Regierungspräsidium Freiburg. Doch zuvor zeigt die gute alte Mutter Kinzig den Planern und den Wildstädtern noch einmal ihre kalte Schulter.
Spazierengehen am Ufer der Alten Kinzig in Willstedt ist zu solchen Zeiten zwar schön, aber auch ein durchaus eisiges Vergnügen. In der Dorfmitte ist der Zugang zum Kinzigufer bis dato nicht möglich. Kein Wunder, dass beim runden Tisch manchem Willstädter Bürger eine Frage unter den Nägeln brennt. Wie kommen denn unsere Kinder wieder an die Kinzig, dass sie dort auch spielen können? Wir sind noch dabei, wir bauen es um. Also, jetzt aber ran ans Werk. Und ran ans Wehr. Das ist ja ein Riesenbaustück. Der erste Gedanke war, dass wir im Hinblick auf die DG-Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der ökologischen Verhältnisse hier an der Alten Kinzig etwas tun mussten. Der zweite Grund war dann, das war schon 2007 dann, dass die Gemeinde ja einmal diese Gedanken hatte, drüben das Mühlengebäude zu restaurieren und anders zu nutzen und damit auch die Wasserkraftanlage der Sübag an einer anderen Stelle kommen sollte. Das Interesse der Gemeinde war, das Mühlengebäude, das denkmalgeschützte Gebäude wieder einer Nutzung zuführen zu können, dass im innerörtlichen Bereich auch Entwicklung möglich ist. Und dann hat man beschlossen und gesagt, lass uns doch die Verwaltung, die auf mehrere Gebäude verteilt ist, die nicht barrierefrei ist, die keinen Besprechungsraum hat, kein Archiv, keine Registratur hat, lass uns die doch zusammenbringen an einem Standort, wo die Ämter auch zusammensitzen können. Und so wurde die Wasserkraftanlage der alten Mühle ausgelagert ins 1956 neu erstellte Absturzwehr. Bekannt wurde, dass die Wasserkraftanlage hier gebaut wurde und das ganze Wasser mitnehmen soll aus der alten Kinzig in die neue Kinzig rein. Da habe ich natürlich erstmal gedacht, oh je, wie geht das, wie soll das funktionieren? Wir sind also da vor größeren Herausforderungen gestanden, den Eindruck im Ort der alten Kinzig mit 20, 25 Kubikmeter Wasser auf ein Zehntel runterzudröseln. Wir haben dann unser Planungsteam von Wald und Körbe darauf angesetzt, sie sollte sich mal Sachen überlegen. Und dann kamen auch einige Varianten zum Vorschein, die sinnvoll erschienen, nämlich alte Kinzig mit einer Riegelrampe zu versehen und den unteren Teil aufzufüllen. Wichtig ist hier, an diesem Hauptwehr wird die ganze Sache gesteuert. Die zwei kleinen Motoren hier schaffen es mit einer gigantischen Untersetzung über eine Hydraulik die Riesentore da draußen zu bewegen. In der Alte Kinzig in Willstedt war das Schwimmen übrigens per Gemeinderatsbeschluss vom Mai 1918 strengstens reglementiert. Selmals hat es eben einen Gemeinderatsbeschluss gegeben, dass eben in der Kinzig die Frauen und Männer getrennt baden müssen. Und ein Teil hat eben auf der rechten Seite von der Blechhansenstaffel und an der Hälfte auf der anderen Seite mein Baden. Ich habe noch nicht schwimmen können. Nun bin ich halt auf die Staffel geguckt und habe mit den Fies drinnen geschlenkert. Und Seebachers Anna mit so einem Kutt, nur die Uhrhose halt raus und unge Blut in die Kinzig hin, gell? Und sie war natürlich etwas gewichtig. Und der Rock hat einfach einen Ballon gemacht. Und hat unten zugetan und sie ist wie die Madame Pompadour auf den Kinzig umeinander geschwommen. Wir Kinder natürlich raus, wir haben uns königlich köstlich amüsiert. Weniger köstlich amüsierten sich die Willstädter, besonders die Anrainer der Fischtreppe, als Ende September 2011 ein Trupp Männer mit Kettensägen anrückten. Jetzt wird aber radikal Schnitt gemacht.
machen jetzt. Nein, nicht das falsch. Ja, ich nehme es mal an, dass ich jetzt mache. Ginzig sehen Sie auf diesem alten Plan von 1956, das ist der Bauplan von diesem Hauptwehr. Die liegt von Natur aus an einer natürlichen Gefällestufe. Das heißt, die Ginzig fließt dort von einer kleinen Hochebene runter zum Rhein. Die Gefällestufe bietet sich natürlich an, dass man dort Wasserkraft nutzt. Deshalb sind höchstwahrscheinlich die ersten Wildstädter aus dem Grund genau an der Stelle angesiedelt. Man konnte mit geringem Aufwand die Wasserkraft nutzen. Hätten wir hier kein Wehr an dieser Stelle gebaut, dann wäre der Wasserspiegel so weit abgesunken, dass Kinzig regelrecht trocken gelegen wäre. Das heißt, der Plaulbach und auch die Ortsmitte hätte überhaupt kein Wasser mehr erhalten. Deshalb wurde dieses Stützwehr gebaut, um den Wasserspiegel auf dem Zustand zu halten, dass die alten Gewässer in Wildstädt mit Wasser versorgt werden. Die Sache hat sich natürlich jetzt umgekehrt, weil die Wasserkraftanlage ausgesiedelt worden ist und das Wasser mitgenommen hat, sodass wir jetzt mit wesentlich weniger Wasser im Ortskern auskommen mussten. Aber das haben wir, glaube ich, durch die Bauweise, die wir gewählt haben, prima hingekriegt. Ich bin Stoller Becker-Christa, bin von Wildstädt, wohne mittel im Dorf, vis-à-vis von der Kirche. Und hinge am Garten ist Kinzig. Und jetzt, wo es halt drum gegangen ist, dass die Kinzig soll verändert werden, oh, habe ich gedacht, meine Kinzig. Und wo ich am schönen da noch Bagger da unten gesehen habe, habe ich gedacht, ich bin verrückt worden. Und dann also gebaggert, Matzradau-Steiner hingeworfen. Und dann noch schönste sind ja die Bäume da oder Leie. Ja, aber was soll's? Das Ende vom Lied ist schön. Das war ein Kamperkrebs. Den gibt es hier zuhauf. Der stammt aus Nordamerika ursprünglich, ist hier also nicht heimisch, aber inzwischen in der gesamten Oberrheinebene drin. Kann man den essen? Kann man sehr gut essen. Also, denn die Krebse wieder reinsetzen! Ja, machen wir! Zwei Fische! Also die Kinzig von oben runter bis ans Rathaus ist sie schön. Vom Rathaus in Untertür. So wie man sieht, kann man sie noch anlöben. Und das ist kein Kinzig mehr für mich. Wenn da mal Hochwasser drüber sind, ist Dreck. Man bringt hier Totholz ein, um wieder ein bisschen Strukturen in das Gewässer reinzubringen. Das heißt, Bereiche, wo sich die Fische verstecken können, wo sie vielleicht was zu fressen finden, wo manchmal ein bisschen mehr Strömung ist, an anderen Stellen ist ein bisschen weniger Strömung. Das heißt, da wo mehr Strömung ist, gibt es dann Kiesgrund. Da können dann die ganzen Fischeleichen, die Kiesgrund brauchen, Nase zum Beispiel oder Barbe oder auch der Lachs, den haben wir hier schon gehabt. Und an den strömungsberuhigten Bereichen, so eher am Rand oder direkt hinter feineren Ästen, da können sich dann die kleinen Fische gut halten. Und nicht nur die. Totholz, da ist Leben drin. Jede Menge. Es zirpt und zwitschert, es kreucht und fleucht. Nicht nur für den Fisch. Eine wirkliche Oase. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe jetzt schon im Frühjahr beobachtet, wie die ganzen Vögel sich angesiedelt haben. Und vor 2 Wochen haben wir einen Eisvogel gesehen. Das fand ich ganz toll. Ein Schwanenpaar hat auch gebrütet. Also mir gefällt es gut. Also ich finde es auch sehr gut, vor allem für die Kinder, wenn das Ganze hier hinten mal fertig ist, wenn man hier mal schön durchlaufen kann und die Natur auch wirklich so begutachten kann, wie sie tatsächlich auch da ist. Also die ersten Gespräche zur Umgestaltung der Kinzig haben bereits schon 2007 begonnen, weil natürlich auch das Land ein Interesse daran hatte zu schauen, wie kriegt man das Gewässer durchgängig. Durchgängig für die Wanderfische, Indikatorfisch dafür auch immer der Lachs. Und der Lachs kommt mittlerweile wieder in der Kinzig vor
Und da möchten wir auch schauen, dass der in die Laichgründe wieder zurückgehen kann, stromaufwärts. Und insofern war hier ein Hindernis. Und daher hatten sowohl das Land, der Energieversorger, wie aber auch die Gemeinde ein Interesse daran, an der derzeitig bestehenden Situation etwas zu verändern. Es ist ein tolles Projekt, es ist ein schönes Projekt zum einen. Es zeigt dieses Miteinander auch mit der Bevölkerung, Projekte zu gestalten. Wir konnten die Forderungen der Wasserrahmenrichtlinie einhalten. Wir konnten den Hochwasserschutz gewährleisten und verbessern. Deshalb ist es gelungen, ganz viele Interessen, ganz viele Ziele auch der Landesregierung hier in diesem Projekt zu verwirklichen. Im März 2014 ist es dann soweit. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung bleckt ein Bagger seine Zähne. Jetzt geht's los. Und Mutter Kinzig findet den ihr angestammten Weg ins frisch gemachte Bett. Es ist alles im Fluss. Wie haben die Griechen gesagt, Panterei. Das sieht halt schön aus. Ja, viel besser. Man hat auch eine Aussicht. Ein echtes Wasserbett für Mutter Kinzig. Naturbelassen und hochwasserfrei. Doch das war nicht immer so. Leider hat der Ortsbüdel den Kameramann bemerkt und sich ihm zugewandt. Was bringt er uns wohl Neues? Wird Pflicht der Kühe gemetzt? Oder lädt er zu einem Volksbildungsabend ein? Oder warnt er gar die Bevölkerung vor dem nächsten Hochwasser?